Ja, dann würde ich übernehmen. Auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Also es ist uns wirklich eine große Freude, hier die TU Lectures ja, bestreiten zu dürfen mit unseren Themen. Energie ist ein ja, absolut wichtiges Thema. Ich glaube, darüber braucht man nicht mehr zu reden. Energie ist jetzt in aller Munde und wir leisten hier gern unseren Beitrag. Wir haben die Präsentation überschrieben mit dem Titel Ein Beitrag zur Nachhaltigkeitsdiskussion. Der Untertitel wurde ja schon genannt. Wie verändern sich Leben und Lernen angesichts sozialer Ungleichheit, steigender Preise und Energieknappheit? Ja, und wir beide, die Frau Tschumla und ich, haben uns entschlossen, das ein bisschen dialoghaft zu gestalten. Also wir haben dort unsere Folien einfach zusammengemischt. Ja, und das hat schon mal gleich einen Mehrwert gebracht. Wir haben gemeinsam über die Präsentation diskutiert und dabei auch schon wieder was gelernt. Und wir beginnen mit der Vorstellung unserer Institute. Das Institut für Bauklimatik wurde ja schon genannt. Bauklimatik ist ein Begriff, der ist noch nicht so geläufig in der Forschungslandschaft. Was ist eigentlich Bauklimatik? Und Bauklimatik ist Bauphysik im Wesentlichen, aber dazu kommt auch TGA, das ist die technische Gebäudeausrüstung. Und wir beschäftigen uns mit den Themen, die ich hier aufgelistet habe, also in der Lehre auf jeden Fall. Bauklimatik, Bauphysik für Ingenieure und Architekten, Sanierung im Bestand. Wir wissen, im Bestand liegen die Potenziale für die Energiewende. Klimagerechtes Bauen. Der zweite Lehrstuhl heißt klimagerechtes Bauen und technischer Ausbau. Es sind also zwei Lehrstühle hier am Institut. Da wird also die Gebäudetechnik mit adressiert und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, regenerative Energien. Wir brauchen dazu Simulationssoftware. Also in fast allen Wissenschaftsbereichen würde ich sagen, setzt man auch auf Simulationen. Im Bauwesen ist es auch auf jeden Fall ansteigend. Das Gebot der Stunde, dort auch mit digitalen Zwillingen zu arbeiten, die müssen validiert werden. Dazu braucht man ein Forschungslabor. Man muss also Szenarien nachstellen können im Labor, um solche Simulationsmodelle, die auch Zeitverhalten, dynamisches Verhalten abbilden, validieren zu können. Und ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist der Praxistransfer, der Wissenstransfer in die Praxis. Dazu machen wir Forschungs- und Ingenieursdienstleistungen, die wir auch über eine der Uni angegliederte GmbH, die Gesellschaft für Wissenstransfer, die GWT, anbieten. Und das bringt uns den Mehrwert, dass wir in der Praxis sehen, wie unsere Wissenschaft ankommt und unsere wissenschaftlichen Ergebnisse so aufbereiten, dass sie einfach besser und schneller in die Praxis transferiert werden können. Ja, das ist unser Programm. Wir sind zwischen 20, 25, 30 Leute. Die Zahl ändert sich immer ein bisschen nach Projektlage. Dabei ist gerade mal 10% unifinanziert, 90% über Drittmittel finanziert. Das heißt, wir sind sehr forschungsorientiert, machen viele Forschungsprojekte, um die Dinge, die ich hier aufgezeigt habe, auch wirklich kontinuierlich und nachhaltig umsetzen zu können. Ja, damit übergebe ich an Juliane. Ganz herzlichen Dank. Guten Abend, in die Runde auch von meiner Seite. Mein Name ist Juliane Tschumla und ich arbeite, wie schon erwähnt wurde, für Junio Floris. Wir sind ein Forschungsinstitut der Vereinten Nationen, was viele gar nicht wissen, dass wir sowas in Dresden haben. Und mittlerweile gibt es 14 Institute, die unter dem Dach der United Nations University arbeiten. Und diese Idee der Universität der Vereinten Nationen stammt aus den 70er Jahren. Also die UNU, also United Nations University, wurde 1975 gegründet. Und die Idee war so ein bisschen, die Vereinten Nationen, die ja eher auf politischer Bühne aktiv sind, mit der Wissenschaft zu verknüpfen, die Brücke zu schlagen und sozusagen akademischen Arm der Vereinten Nationen mitzuentwickeln. Sprich, die politischen Agendas sollten eben auch immer mit der Wissenschaft im Rücken entwickelt werden und weiterentwickelt werden. Unser Institut hier in Dresden wurde 2012 gegründet. Also wir feiern jetzt in diesem Dezember unser 10-jähriges Jubiläum und unser Forschungsfeld ist der sogenannte Ressourcennexus.
Das heißt, unser Ansatz ist es, dass wir nicht uns einzelne Umweltressourcen beispielsweise anschauen, also dass die Wasserwirtschaftler ihr Ding machen und die Bodenwissenschaftler ihr Ding machen, sondern dass man immer schaut, wie ist das Spannungsfeld zwischen Ressourcen? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Was passiert, wenn ich vielleicht eine Lösung finde, die für die Wasserwirtschaft ganz toll ist? Was passiert dann mit dem Boden, wenn wir über Agrar zum Beispiel sprechen? Und diesen Nexus-Ansatz wenden wir auf ganz verschiedene Gebiete an. Das geht von Klimawandelanpassungsforschung zu Thema Nachhaltigkeitsbewertung, auch nachhaltiges Bauen. Also wir haben da ganz verschiedene Standbeine. Und ich selbst bin bei uns Sustainability Officer. Das heißt, ich leite Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug. Im Moment, mein größtes Projekt ist ein Projekt mit UNEP, also mit dem UN Environment Program zum Thema nachhaltige Infrastruktur in Chile. Und selbst forsche ich zum Thema Vertical Farming, also dem Anbau von Lebensmitteln indoor sozusagen in einem kontrollierten Umfeld und da im Spannungsfeld der Nachhaltigkeit für Städte und die Lebensmittelversorgung der Zukunft. Wir selber sind um die 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Moment aus, ich glaube, ich muss selber mal gucken, 42 verschiedene Nationen, die bei uns mittlerweile arbeiten. Also sehr internationales Umfeld und bringen eben dann auch ganz verschiedene Perspektiven zusammen. Und damit gebe ich wieder zurück. Vielen Dank. Ja, das ist das Schöne, ne? Das internationale Zusammenarbeit, die Interdisziplinarität, da macht Forschung Spaß, wenn man das ausführen kann. Ja, unser heutiges Thema Energie. Ich glaube, wir brauchen eine kleine Einführung. Wir wissen jetzt nicht, wer zuhört, wir sehen auch niemanden, aber ich denke, es macht Sinn, dass wir erstmal dieses Thema Energie ein bisschen einordnen in Zahlen. Ich denke, niemand kann sich dem entziehen, dass wir jetzt in ganz schwierigen Zeiten leben, wo unsere Energieversorgung in Deutschland in Frage gestellt wird. Wir hoffen, dass wir durch diesen Winter kommen. Der nächste Winter soll noch ein bisschen kritischer werden. Die Energieversorgung steht momentan nicht gerade auf sicheren Füßen. Und es ist nicht schwer, solche Headlines, solche Schlagzeilen zu finden. Flüssiggas per Schiff. Aus Russland kann nicht ersetzt werden, das Gas aus Russland durch Flüssiggas oder Wasserstoff aus Nordafrika. Wenn ich das lese, bekomme ich ein bisschen das Gefühl, dass wir uns sofort, und zwar sehr kurzfristig, darauf konzentrieren, wie können wir das Gas ersetzen durch eine andere Abhängigkeit. Also wo kriegen wir die Energie wieder extern her? Wobei es doch eigentlich nachhaltiger wäre, von der eigenen Energie zu leben. Ne? Und da stellt man sich die Frage, ja, warum machen wir das denn nicht einfach? Warum versorgen wir uns nicht einfach selbst mit der Energie, die wir haben? Dazu ist es notwendig, erstmal ein paar Zahlen kennenzulernen. Die erste Zahl ist sehr beeindruckend, und zwar die Sonneneinstrahlung. Das sind also 15.000 Exajoule. Ich habe es hier hingeschrieben, Kilo, Mega, Giga, Terra, Peta, Exa. Das sind also 18 Nullen an der 15.000, also eine unvorstellbar große Zahl. Pro Tag, das ist das, was wir an Solarstrahlung bekommen. Also die Sonne ist eine unheimlich starke Energiequelle. Im Gegensatz dazu verbraucht die Menschheit 20 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten, also wieder eine andere Einheit pro Jahr. Windkraft, das sind 1120 Terawattstunden pro Jahr, also weltweit. Und die weltweite Ölförderung beläuft sich auf 12 Millionen Tonnen Öleinheiten. Das ist nun alles ein bisschen unbequem mit diesen verschiedenen physikalischen Einheiten. Und da ist es zunächst erstmal sinnvoll, das in eine verständliche Form zu bringen. Und dazu braucht man ein Grundverständnis, was ist eine Kilowattstunde? Ein Fahrradfahrer produziert 100 Watt, wenn er ordentlich strampelt. Wenn man das 10 Stunden lang tut, also etwa mit so einer also mittleren Geschwindigkeit vielleicht von 20 Kilometer pro Stunde unterwegs ist und das 10 Stunden lang, hätte man 200 Kilometer geschafft. Wie viel Energie haben wir dort verbraucht? Eine Kilowattstunde.
Die ist auf dem Stromzähler ganz schnell gezählt, diese Kilowattstunde. Aber man sieht, da steckt ganz schön Arbeit drin. Und jetzt haben wir, das hat der Christian Holler und der Joachim Gauke gemacht, da diese Informationen auch her. Es gibt auch ein schönes YouTube-Video, was ich auf jeden Fall empfehle, sich das anzuschauen. Erneuerbare Energien in Deutschland auf 100%. Die haben das dann umgerechnet. Und dann sehen wir, dass wir die Solarstrahlung bei 550.000 Kilowattstunden pro Person und Tag haben und die Menschheit dagegen im Durchschnitt 60 Kilowattstunden pro Person und Tag verbraucht und die Windkraft davon nur 0,4 Kilowattstunden abdeckt, dagegen die Erdölförderung 18 Kilowattstunden. Das heißt also von den 60, 18, das ist schon ein großer Teil, ist fossil. Dann kommt noch das Gas hinzu und andere fossile Brennstoffe. Die Regenerativen sind hier noch, ich würde sagen, unterrepräsentiert. Aber hier bekommt man erstmal ein Gefühl für Größenordnung. Das, was uns die Sonne schenkt, diese 550.000 im Vergleich zu den 60, was wir im Schnitt brauchen, das sagt sofort, wir könnten eigentlich bilanziell unseren gesamten Energiebedarf durch die Sonne decken. Also theoretisch wäre es möglich. Ne? Oder anders ausgedrückt, eine Stunde Solarstrahlung würde den Energiebedarf bilanziell für ein ganzes Jahr decken. Bilanziell bedeutet natürlich an jedem Ort und an jeder Zeit, also nicht zu jeder Ort, zu jeder Zeit scheint die Sonne gleich stark. Und das mag differieren vom aktuellen Bedarf. Das bleibt immer das Problem, Bedarf und Ertrag sozusagen übereinander zu bringen oder das miteinander zu synchronisieren. Oft ist es so, dass an bestimmten Standorten zu bestimmten Zeiten der Bedarf besonders groß ist, aber genau da die Energie, Solarenergie eben nicht da ist. Da sind wir bei dem Thema Speicherung und Volatilität und Dynamik der regenerativen Energien. Ja, auf Deutschland bezogen heißt das, wir haben 120 Kilowattstunden pro Person und Tag. Das ist das Doppelte vom weltweiten Durchschnitt. Und in dem Fall ist das der Primärenergieverbrauch. Der Endenergieverbrauch dagegen beläuft sich auf 90 Kilowattstunden pro Person und Tag. Und da fragt sich natürlich, was ist Primärenergie, was ist Endenergie? Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Es gibt die Nutzenergie, das ist das, was man wirklich verbraucht. Ja, also wenn ich die Lampe anschalte, meine Beleuchtung, das, was an Energie, Beleuchtung und Wärme dort rauskommt, das ist meine Nutzenergie. Oder wenn ich die Heizung aufdrehe, das, was aus dem Heizkörper rauskommt, das ist meine Nutzenergie. Die Endenergie ist das, was ich bezahlen muss. Das steht auf dem Zähler. Das ist definitiv mehr, weil es natürlich auch im Gebäude Verluste gibt. Und die Primärenergie ist das, was die Herstellung charakterisiert. Also die Herstellung einer Kilowattstunde Strom braucht natürlich mehr als eine Kilowattstunde Aufwand, weil es müssen die entsprechenden Infrastrukturen errichtet werden und es gibt unterwegs Leitungsverluste. Das heißt, Primärenergie ist das, was am höchsten liegt im Vergleich zu Endenergie und Nutzenergie. Und wenn man jetzt eine 100% Deckung haben möchte von unserem Energieverbrauch durch Regenerative, dann wird man irgendwo zwischen diesen hier angegebenen 90 Kilowattstunden und 120 Kilowattstunden liegen, weil ja anzunehmen ist, dass wenn wir regenerative Quellen nutzen, dass die lokaler genutzt werden, also weniger Transportverluste auftreten werden. Hofft man zumindest. Also wir sehen einen Trend zur Dezentralisierung. Und von daher wäre mal ganz grob einzuschätzen, dass der zu deckende Bedarf, wenn wir 100% erneuerbar erreichen wollen, irgendwo zwischen 90 und 120 liegen müssten. Hier an rechts ist noch angegeben, wie sich die Primärenergieanteile zusammensetzen aus den verschiedenen Sektoren, Verkehr, Heizung. Also Heizung ist nicht unerheblich, das ist viel. 20%,
Strom privat mit 5%, Industriegewerbe etc. mit 45%. Wobei man aber sehen muss, dass es nicht so einfach ist, das überhaupt zu differenzieren. Es sind grobe Einteilungen. Man kann zum Beispiel die Frage stellen, im Gewerbe muss ja auch geheizt werden. Ne? Ist die Heizung nun im Gewerbe mit drin oder hier in der Heizung? Verkehr und Transport, was ist da der Unterschied? Also das sind grobe Einteilungen. So muss man es auch verstehen. In Deutschland haben wir heute, vor 2 Jahren wurde diese Erhebung gemacht, einen Anteil von 14%. Erneuerbare Energien, Erdgas liegt bei 28 Kilowattstunden, Erneuerbare bei 17 Kilowattstunden, hier ist es in Prozent umgerechnet, Mineralöl bei 41 Kilowattstunden. In der Summe, diese ganzen Energieträger ergeben dann wieder die 120 Kilowattstunden Primärenergie. Man sieht also, die Erneuerbaren sind noch ausbaufähig. Jetzt wurde die Frage gestellt, erneuerbare Energien in Deutschland auf 100%. Und die Herren Professor Holler und Gaukel haben dort in einer sehr nachvollziehbaren Art und Weise, im schönen Video, was ich gern empfehle, dargestellt, wie man dorthin kommen könnte und was es für uns als Gesellschaft, als Deutschland bedeuten würde. Gehen wir da mal durch. Ich habe es zusammengefasst. 50% aller Dachflächen. Ja, wir wissen, das ist heute noch längst nicht der Fall. Also viel mehr PV würde 11 Kilowattstunden bringen. Das ist also dieses unterste kleine Stückchen. Das reicht nicht. Wenn wir noch mehr PV bauen würden, also 1% der Fläche von Deutschland, das sind 3600 Quadratkilometer, nutzen würden, also komplett mit PV belegen würden, dann würden noch mal 16 Kilowattstunden hinzukommen. Zum Vergleich, diese 1% von Deutschland entspricht Saarland und Berlin zusammen von der Fläche, also ganz Berlin, ganz Saarland wäre mit PV ausgelegt. Oder anders gesagt, auf jeden Quadratkilometer wäre 1 Hektar mit PV belegt. Der nächste Schritt ist Windenergie. 100.000 Windräder der 120M-Klasse. Das entspräche 10% von Deutschland, also 36.000 Quadratmeter, würden so viel Windenergie bringen, dass wir zusätzliche 32 Kilowattstunden damit erzeugen könnten. Und wenn wir noch offshore, also 20 Kilometer Streifen entlang der Küste mit hinzunehmen, kommen nochmal 20 mit hinzu. Und da oben gibt es noch eine 19 und das ist Biomasse, also 33% aller Äcker, 50% aller Wälder, des Ertrags der Wälder, alle organischen Abfälle, Restmüllverbrennung, mal kurz unter Biomasse zusammengefasst. Hier muss man natürlich sagen, das würde ja bedeuten, in Richtung industrielle Landwirtschaft, Monokulturen würde man sich bewegen, ja, Energiemais, diese Dinge, Flächenkonkurrenz zum Ackerbau, Abwanderung der Nahrungsmittelproduktion, Konkurrenz um Holz, was ja auch ein wichtiger Baustoff ist. Also das ist mit Fragezeichen zu versehen, ob das überhaupt umsetzbar ist, wie auch die anderen Punkte, sodass das schon ein sehr ambitioniertes Programm ist, was wir hier vor uns haben. Ich habe noch was vergessen. Die 1,5, das ist die Wasserkraft. Ja, also Wasserkraft ist das Potenzial von Wasserkraft ist einfach nicht da, da eine größere Beiträge zu liefern. Gibt es noch was, was wir vergessen haben? Geothermie ist bislang in dieser Liste nicht aufgetaucht. Die Herren Holler und Gaukel haben offenbar der Geothermie so wenig Gewicht beigemessen, dass es gar nicht auftaucht hier in dieser Statistik. Hier werde ich später darauf eingehen. Hier glaube ich,
haben wir einen Hebel in der Hand. Hier gibt es also durchaus Ausbaupotenziale, die noch längst nicht ausgeschöpft sind. Und zu guter Letzt, was machen wir mit unserem Energieverbrauch? Natürlich, wir können Energie sparen. Ja. Allerdings möchte ich an der Stelle auch vor zu großem Optimismus warnen, weil Energiesparen ist auch nicht so einfach, wie man sich das denkt. Immer dickere Wärmedämmung zum Beispiel. Ich denke, die Strategie haben wir lang genug verfolgt. Wir sind da mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo zumindest dieses Potenzial schon längst ausgereizt ist. Dazu eine kleine Veranschaulichung. Wir können ein Gedankenexperiment machen, indem wir eine Betonwand der Dicke D, das wären jetzt 30 Zentimeter, mit einer Wärmedämmung versehen und die sogenannten Transmissionswärmeverluste damit begrenzen. Ja, und wir lassen diese Wärmedämmung schrittweise Zentimeter für Zentimeter wachsen, von 0 ungedämmt bis zu 25 Zentimeter. Also 25 Zentimeter sind richtig dicke Dämmpakete. Und wir setzen das, was wir an Energie einsparen, dann auf 100%. Die Frage ist, wie viel bringt der erste Zentimeter alleine? 49%. Wie viel bringen die letzten 10 Zentimeter zusammen? 2,8%. Ja. Die ersten 10 Zentimeter bringen schon 94% Einsparung. Das heißt also, hier an dieser Kurve sieht man es ganz deutlich, die Effizienz der Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Dicke ab. Alle Energieeinsparmaßnahmen beeinflussen sich gegenseitig. Es ist grundsätzlich falsch, Prozentzahlen einfach zu addieren. Das bringt so viel, das bringt so viel, das bringt so viel. Das ist immer die Frage, in welchem Kontext das passiert. Also, wenn man nachhaltig denken will, ist hier eine ganz natürliche Grenze gesetzt, weil Wärmedämmung muss produziert werden, hergestellt werden, kostet Primärenergie. Und da ist natürlich klar, dass irgendwo der Punkt überschritten wird, dass die Herstellung mehr kostet, als die Wärmedämmung im Laufe ihres Lebens überhaupt bringen kann. Und diesen Punkt sollte man definitiv auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht überschreiten. Ja, in der nächsten Übersicht möchte ich gern zu Juliane überleiten, die uns nochmal diese Thematik aus einem anderen Blickwinkel darbieten wird. Genau, danke schön. Es ist ja so, dass wir im Moment eigentlich in jeden Nachrichten und Sendungen das Wort Energiekrise uns entgegenspringt. Energiekrise steht gerade über allem. Aber worum geht es eigentlich, wenn wir von der Energiekrise sprechen hier in Deutschland? Und wie betrifft es uns als Verbraucher? Und ich muss dazu sagen, das Thema ist natürlich unglaublich komplex. Da gibt es viele Facetten. Wir können heute nur einen ganz kleinen Teil davon beleuchten. Aber es ist auf jeden Fall interessant, sich mal zu veranschaulichen, wenn wir auf die linke Seite der Folie schauen, wo Deutschland eigentlich sein Öl, Gas und seine Kohle herbezieht. Und da sehen wir einmal, klar, das ist nicht neu, dass wir fast alles importieren, aber wir sehen hier eben auch mal in Zahlen, zu welchem Teil wir eigentlich von Russland abhängig sind. Das ist bei Erdgas sind das sogar 55%. Das heißt natürlich, ganz logisch, wenn sich die politische Lage ändert, wie es sich ja leider gezeigt hat, dass eine solche Abhängigkeit gravierende Folgen haben kann. Und wir behalten das mal im Kopf, schauen dabei auf die rechte Seite. In der Übersicht sieht man, wofür wir am Beispiel Erdgas, in welchen Bereichen das eigentlich verbraucht wird. Hier sehen wir, dass etwa 25% in die Industrie geht, 20% für Stromerzeugung gebraucht wird und 29%, also fast ein Drittel des Gases, wird in Privathaushalten verbraucht. Und ganz interessant ist hier auch, wenn wir uns die Zahlen in den letzten Jahren anschauen und das vergleichen, dass sich hier eigentlich nichts getan hat. Wir sprechen schon lange davon, dass wir unabhängig werden wollen von fossilen Energieträgern. Nach wie vor, wenn wir uns die Zahlen vom Gas anschauen, ein Drittel davon fließt in die Privathaushalte. Und auf der nächsten Folie sehen wir dann auch das Dilemma, zu dem uns diese Abhängigkeit führen kann, wenn es sich eben leider so entwickelt, wie es sich in letzter Zeit entwickelt hat. Denn der Gaspreis ist förmlich explodiert. Wir sehen eine unglaubliche Steigerung im letzten Jahr. Und wir wissen natürlich, braucht nicht auf die politische Lage eingehen, was das für verschiedene Gründe hat. Aber
diese Energiekrise, von der wir jetzt sprechen, ist eben nur ein Faktor davon. Und auf der nächsten Folie zeige ich mal ein Beispiel davon. Wir haben ja, bevor dieser schreckliche Krieg begonnen hat, noch eine andere Krise, die in den Medien rumschwirrt und immer noch rumschwirrt, die uns bewegt und auch lange noch leider bewegen wird, nämlich die Corona-Pandemie. Und hier ist mal ein Beispiel. Auch hier wieder ganz komplexes Thema, aber die Grafik zeigt, wer im Juni 2020, also mal als Beispielmonat während der Lockdown-Zeit, wer da eigentlich eine Einkommensminderung verkraften musste aufgrund der Pandemie. Und wir sehen hier, dass tatsächlich fast die Hälfte der Menschen, die unter 900 Euro netto verdienen, Einbußen hatten. Und demgegenüber stehen nur 26,6% der Menschen, die mit über 4.500 Euro nach Hause gehen. Also wir sehen, noch lange bevor wir das Wort Energiekrise in den Mund nehmen mussten, schon zur Corona-Zeit oder in der Corona-Lockdown-Zeit, waren es vor allem die Geringverdiener. Das sind häufig Frauen, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Menschen, Studierende, also Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, dass die ohnehin schon aufgrund der Corona-Pandemie mehr Einbußen verkraften mussten und die soziale Ungleichheit sich verschlimmert hat. Und nun kommt noch die Energiekrise dazu und auf der nächsten Folie sehen wir dann mal eine interessante Übersicht, was das für Auswirkungen haben kann. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Preiskaleidoskop. Das wird vom Statistischen Bundesamt herausgegeben. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das ist eine ganz interessante Übersicht. Und es zeigt proportional, wie viel Geld ein Deutscher im Durchschnitt für welche Dinge ausgibt. Also das große helle Feld in der Mitte beispielsweise, was einem gleich ins Auge springt, das ist die Miete. Also 20% durchschnittlich gibt ein Deutscher für die oder ein Mensch in Deutschland für die Miete aus. Und der Kreis ist eingeteilt in einzelne Themenfelder, die sind nur mit dieser grauen Linie umrandet. Also wir sehen zum Beispiel, dass der Bereich Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, also wo auch dieser Mietklecks mit drin ist, 22% der Ausgaben ausmacht. Was hier auch ganz interessant ist zu sehen, das soll heute nicht Hauptthema sein, aber ich weise trotzdem mal darauf hin, dass wir, wie viel wir proportional eigentlich für welche Themenbereiche ausgeben. Zum Beispiel geben wir für Freizeit, Kultur über 11% aus, für die Bildung nur ein knappes Prozent. Wir geben für Lebensmittel knapp 10% aus, für Bekleidung und Schuhe fast 5%, auch für Möbel fast 5%. Also ganz interessant auch mal hier die Relation sozusagen zu sehen. Aber wir wollen ja heute vor allem über das Thema Wohnen und Energie sprechen. Und da habe ich auf der nächsten Folie nochmal aufgeschlüsselt, was hier passiert ist in letzter Zeit. Wir sehen auf diesem Preiskaleidoskop sozusagen, je röter die Farbe, desto mehr hat sich der Preis nach oben entwickelt. Wir haben insgesamt im September eine Inflationsrate von 10% gehabt. Ich glaube, jetzt Oktober, die neueste Zahl war noch ein Stückchen drüber sogar. Und für den Bereich Wohnen sehen wir eben hier beispielsweise, gab es eine Preissteigerung für die Fernwärme von 36%, für Heizöl fast 100%, Strom mehr als 20%, Gas 67% Preissteigerung. Das heißt, das ganze Thema Wohnen und Energie ist wesentlich teurer geworden. Und wenn wir jetzt im Hinterkopf behalten, was wir vorher gesehen haben, nämlich dass insbesondere Geringverdiener bereits in der Corona-Pandemie wirtschaftlich schon am stärksten betroffen waren, dann ist natürlich davon auszugehen, dass jetzt diese besagte Energiekrise mit diesen Preissteigerungen eben wieder besonders diese Gruppe am stärksten betrifft und die soziale Schere weiter auseinandergeht. Weil natürlich kann man sagen, dass jemand, der mit relativ viel Geld nach Hause geht, der ärgert sich über die Preissteigerung, aber für ihn bedeutet das vielleicht nur, dass er eben in dem Monat weniger sparen kann oder weniger anlegen kann. Für jemanden, der alleinerziehend ist, zwei Kinder hat, zu Geringverdienern gehört, macht es einen unglaublichen Unterschied, wenn diese Preise so in die Höhe schnellen. Das heißt, da gibt es noch keine Studienlage dazu, wir sind ja noch mittendrin, aber wir können davon ausgehen, dass auch jetzt diese Energiekrise weiter dafür sorgen wird, dass die soziale Schere in Deutschland auseinandergeht. Und das bringt mich gleich zum nächsten Thema für den heutigen Abend, was damit sehr, sehr eng zusammenhängt und wo wir auch so ein bisschen sensibilisieren wollen und aufrütteln wollen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Und ich würde vorab einen ganz kleinen Einblick geben in die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, von denen sicher die meisten schon mal gehört haben.
dem vorangegangen, gab es aber schon im Jahr 2000 die sogenannten Millennium Goals, die Millennium-Ziele. Das waren Ziele, die sich die Vereinten Nationen auf die Fahne geschrieben haben, die sich an die Entwicklungsländer gerichtet haben. Das heißt, es wurde gesagt, wir wollen die Armut abschaffen, wir wollen Kindersterblichkeit reduzieren und so weiter. Waren alles richtige und wichtige Ziele, die im Jahr 2000 vereinbart wurden, die aber immer den Hintergrund hatten, die Länder, die Industriestaaten, wir mit unserem Wohlstand, wir können den Entwicklungsländern helfen, auch zu Wohlstand zu kommen und sich in diese richtige Richtung zu entwickeln. Blöderweise, wie wir in der Mitte sehen, spielt da unsere Erde nicht so ganz mit und wir Menschen sind schlau und haben das auch schon rausgefunden. Diese Grafik in der Mitte mit den roten, mit dem Kreis und den roten Feldern sind die sogenannten planetaren Grenzen, die ein Forscherteam, ich glaube 2009 war es, um Professor Rockström, ich glaube 28 Forscher waren daran beteiligt, die diese Grenzen definiert haben. Und da wurde sich angeschaut, wie geht es unserer Erde eigentlich und was für Komponenten, was für Indikatoren gibt es, welche Grenzen hat unsere Erde und wie weit haben wir diese schon überschritten. Die Grafik, die ich jetzt hier eingefügt habe, das ist die neuere Version davon von 2022. Die ursprüngliche Variante von 2009 sah noch weniger rot aus. Wir sehen also, dass wir uns bei ganz vielen Themen, bei Artensterblichkeit, bei auch biogeochemischen Kreisläufen schon in einem Bereich befinden, der unsere Erde nachhaltig kaputt macht. Das wissen wir alles, das ist nichts Neues. Und die Frage ist, wie reagieren wir drauf und wie schaffen wir das, eine Wende hinzubekommen. Mit diesem sozusagen anderen Mindset, dass wir ja eigentlich wissen, dass wir unsere Erde kaputt machen, und da sind natürlich maßgeblich die Industriestaaten daran beteiligt und nicht die Entwicklungsländer. Das heißt, wir brauchen da so ein bisschen eine andere Herangehensweise, weg von dem, wir reichen im globalen Norden, zeigen dem globalen Süden mal, wie es geht, hin zu einem, wir können nur gemeinsam schaffen, unsere Erde zu retten. Es ist nicht weniger als das, worum wir uns hier drehen. Und es wurde dann geschafft im Jahr 2015, dass tatsächlich alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sich geeinigt haben, dass auf der Rio-Konferenz, dass die SDGs beschlossen werden. Das sind 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die auch fester Bestandteil der Agenda 2030 sind. Das heißt, eine Art Staatenvertrag, der besagt, diese Ziele wollen wir bis zum Jahr 2030 erreichen. Und wenn wir auf der nächsten Folie uns die SDGs mal anschauen, diese bunten Kacheln, das sind also diese 17 Ziele, die sind natürlich unglaublich umfassend und sehr groß. Aber zu diesen 17 Zielen gehören auch, ich glaube, 169 Unterziele, die es dann schon konkreter machen. Also es geht um Ziele wie keine Armut, saubere Energie, nachhaltige Städte. Es wurde sich auf die Unterziele geeinigt und jedes der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hat zugestimmt und unterschrieben, dass diese Ziele auch in das Land übertragen und in die eigenen Strategien mit eingebracht werden sollen. Natürlich kann man ganz viel kritisieren, wird auch ganz viel kritisiert. Aber es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, was das auch für ein diplomatischer Prozess und auch ein diplomatischer Erfolg war, dass wirklich alle Länder gesagt haben, ja, wir wollen, wir müssen gemeinsam diese Anstrengungen angehen. Und es geht eben nicht mehr nur darum, den gleichen Wohlstand zu erreichen, den wir jetzt für gewohnt ansehen mit unseren Hochhäusern und Autos. Denn wenn wir so weitermachen, und das wissen wir, wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Und um zu unserem Thema zurückzuschauen, auf der nächsten Folie sehen wir dann das SDG Nummer 7, bezahlbare und saubere Energie, was uns vor allem heute beschäftigt. Auch hier gibt es wieder Unterziele und auch hier gibt es dann wieder einzelne Indikatoren. Wie messen wir denn eigentlich, ob wir das Ziel erreichen? Und ganz interessant ist hier zu sehen, dass Deutschland hat das also ganz brav gemacht, hat auch dieses Ziel in die nationale Strategie mit einfließen lassen. Und wir haben unser EEG-Gesetz, was eben sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 80% unserer Stromversorgung aus erneuerbarer Energie zu beziehen. Und wenn wir sehen, wo wir im Moment stehen, und wir sind schon im Jahr 2022, da liegen wir beim Strom erst bei
bisschen was über 40%, bei der Wärmeversorgung 16,5%, beim Verkehr nicht mal 7%. Das heißt, es muss noch unglaublich viel passieren in Deutschland. Aber wir haben es vorher gesehen, was theoretisch möglich und praktisch umsetzbar sind, sind auch immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, da bleibt noch ganz viel zu tun. Und damit gebe ich erstmal wieder ab. Ja, vielen Dank, Juliane. Den Faden nehme ich gern wieder auf. Und zwar, wir hatten bei uns an der Fakultät Architektur auch eine durch die Studierenden selbst initiierte Diskussion über Nachhaltigkeit. Und da ist natürlich auch klar, dass das Thema Nachhaltigkeit genauso breit definiert werden kann, wie wir eben gesehen haben, wie Juliane präsentiert hat. Aber ich möchte es eben gern auch herunterbrechen auf bestimmte Themen, die wir selbst beeinflussen können. Und wir reden ja über das Bauen, Fakultät Architektur, wir reden über Energie. Und wie können wir dieses Nachhaltigkeitsprinzip, was ja aus der Historie stammt, aus der Waldnutzung, übertragen auf unsere heutigen Gebäudeentwürfe? Das war die Fragestellung. Klar ist, Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip für Ressourcennutzung, ist also immer mit Ressourcen verbunden, dieser Nachhaltigkeitsbegriff. Und die Ressourcen müssen einfach erhalten bleiben, nur dann ist es nachhaltig. Beim Wald wurde das zuerst angewendet, ganz klar, man darf nicht mehr Bäume rausnehmen, als nachwachsen können. Nur so bleibt der Wald erhalten, wenn er nicht, wie jetzt, durch den Klimawandel geschädigt wird. Tja, da gibt es noch andere Ressourcen, ne? Die fossilen Ressourcen. Man könnte ja nun die Hoffnung haben oder befürchten, je nachdem, dass die nicht mehr lange reichen. Die Hoffnung wird uns genommen. Ne? Also die Rohölreserven, habe ich hier mal rausgesucht, reichen noch mindestens 50 Jahre. Also das sind die, die wir schon kennen. Ne? Die Erdgasvorräte auch bis 2070, die Kohlevorräte sogar bis 2152. Das sind alles schon gewissermaßen erkundete Ressourcen. Was da sonst noch unterirdisch schlummert und vielleicht in Zukunft noch gefunden werden könnte, möchte ich persönlich gar nicht wissen. Dazu ist noch interessant, das habe ich auch in der Presse gefunden, wem gehören denn diese Ressourcen? Also ich würde von meiner natürlichen Empfindung her sagen, erstmal niemanden. Das ist allgemein der Menschheit. Ja, gehören doch diese über Jahrmillionen entstandenen Ressourcen. Dem ist leider nicht so. Also hier steht, 10 Banken, Finanzdienstleister und Staaten besitzen einer neuen wissenschaftlichen Publikation zufolge die Rechte an fast 50% unserer fossilen Brennstoffvorräte. Also wie kann das sein? Wenn man die Liste durchgeht, die US-Finanzdienstleister sind hier in der Mehrheit, also 6 von 10. BlackRock, ganz am Anfang, die Liste zeigt, wer hat die meisten. Also BlackRock ist sozusagen unter denen noch der größte Eigner von fossilen Brennstoffvorräten. Man kann nur hoffen, dass die irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, wir verzichten auf Gewinne und Profite und Geschäftsmodelle und lassen diese fossilen Ressourcen einfach unter der Erde. Das ist dringend notwendig, weil etwas anderes, unser Klima, wird definitiv eher zum Problem als die fossilen Ressourcen. Ja. Schon jetzt ist zu sehen, dass im Jahr 2100 weite Teile der Erde wahrscheinlich unbewohnbar sein werden. Wir sehen den Zustand unserer Erde, also die Temperaturverteilung oder Änderung der Temperatur ist hier zu sehen, über den Globus aufgetragen. Ausgehend von 1999, also um die Jahrtausendwende bis zu heute, hat sich schon einiges verändert. Dann gibt es ein optimistisches und ein pessimistisches Szenario. Wir sehen also im pessimistischen Szenario, Business as usual, haben wir es hier mit Temperaturen zu tun, also Erhöhung um die 10 Kelvin im polaren Bereich am Nordpol. Also da wird sich wohl kaum noch das Eis halten können. Ne? Und auch sonst viele Gebiete, gerade um Äquator herum, werden dann unbewohnbar sein. Wir werden es also mit
neuen Flüchtlingsströmen zu tun bekommen. Es wird Kriege um Ressourcen geben. Ja, die Wasserverfügbarkeit zum Beispiel ist dann auch sehr stark gefährdet. Die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen schwinden, es wird weniger Nahrung produziert und die Leute müssen irgendwo wohnen. Ne? Das wird natürlich, die Leute wollen dort wohnen, wo es die Ressourcen gibt. Also es wird definitiv große Veränderungen geben, die auf uns zukommen. Ne? Ressourcennutzung, momentan verbrauchen wir 4 Erden in etwa, wenn wir den europäischen Lebensstandard übertragen würden auf die gesamte Welt. Und das Bauwesen, da schließen wir wieder den Kreis, ist einer der größten Ressourcenverbraucher weltweit. Nicht nur die Herstellung von Gebäuden, also der viele Beton, der immer einem als erstes einfällt, der klimaschädlich ist, sondern natürlich auch der Gebäudebetrieb. Ja, diese Grafik zeigt es nochmal, Vollbremsung fürs Klima. Wo müsste es eigentlich hingehen? Die Grafik stammt offenbar aus dem Jahre 2017. Da hat man noch angenommen, dass eventuell 2020 das Maximum sein könnte. Das ist definitiv nicht mehr der Fall. Ne? Eher 2025 oder noch später. Das Maximum der Emissionen, Gigatonnen pro Jahr, die wir unserer Atmosphäre zumuten. Und die verschiedenen Kurven, die wir hier sehen, sind verschiedene Szenarien, je nachdem, wie viel Restemissionen wir uns noch gönnen, bis wir irgendwann mal auf Null herunterkommen sollten. Ja, und natürlich, wenn wir uns 8.000 Gigatonnen CO2-Budget zugestehen, das wäre dann diese gestrichelte Kurve, dann wird diese Null später erreicht, erst 2015. Wenn man dieses CO2-Budget verkleinert, weniger Emissionen zuließe, würde das früher kommen. Dementsprechend steiler müsste der Abfall dann sein. Also wenn wir jetzt mit 2025 rechnen, im Maximum, dann müsste es danach ganz drastisch nach unten gehen mit den Emissionen. Tja, dieses Restbudget, was wir hier haben, das klingt ja schon nach Ressource. Also nach etwas, was noch irgendwie genutzt wird in Zukunft und womit man nach Möglichkeit nachhaltig umgehen sollte. Also man kann es nochmal so aufmachen. Die Ursache sind natürlich die anthropogen emittierten Treibhausgase. Die Folge ist ein verändertes Gleichgewicht im Kohlenstoffzyklus. Es gibt viele Prozesse, die da eine Rolle spielen. Absorption, Emissionen von Kohlenstoffen wird auch im Meer wieder gebunden. Natürlich ändert sich die Löslichkeit für CO2 mit der Temperatur. Das war mal ein Argument der AfD, habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen, dass das CO2 daher käme, also die CO2-Anstiege in der Folge der Temperaturänderung wären, ist natürlich eine Umkehrung von Wirkung und Ursache, ist ganz klar. Und wir sehen also, dass die CO2-Menge die Ursache dafür ist, dass es mit einer Erhöhung der Temperatur zu tun haben. Und andersrum können wir aber sagen, wenn wir die Temperaturerhöhung begrenzen, haben wir damit auch eine Begrenzung der CO2-Emissionen und damit ein Budget. Das heißt, eine Ressource, die nachhaltig, mit der nachhaltig umgegangen werden muss. Und das kann man dann auch runterbrechen bis auf pro Kopf Einwohner, auf die einzelnen Städte. Da gibt es die Klimaaktionspläne der einzelnen Städte, die dann solche Zahlen schreiben bzw. angeben. Der Klimaaktionsplan von Dresden weist aus, dass die Ziele bislang verfehlt wurden. Jetzt ist die Frage, wie können wir denn Klimaschutz bewerkstelligen? Was könnte zum Beispiel die Politik dort noch zusätzlich tun? Das berührt jetzt auch schon stärker meinen Fachbereich. Wir haben hier eine Tabelle, da sehen wir U-Werte. Das ist also, wie viel Wärmedämmung hat eine Wand. Und das ist ein typisches Beispiel für Ordnungsrecht. Da gibt der Gesetzgeber solche Zahlen vor. Und der Fachplaner und der Architekt haben sich nach diesen Zahlen zu richten, weil die in einer Norm drinstehen, also eine Vorschrift sind. Das ist per se nicht der richtige Weg.
Ordnungsrecht produziert eine große Zahl impliziter CO2-Preise, sagt ein Wirtschaftswissenschaftler, der das ja, untersucht hat, hat auch ein Gutachten dafür dazu geschrieben, der Herr Professor Weimann. Und er sagt auch, dass Ordnungsrecht die Orientierung des Klimaschutzes an den Vermeidungskosten verhindert. Das heißt, hier wird vom Gesetzgeber runterdirigiert in Detaillierungslevel, wo eigentlich der Fachplaner eine Freiheit bräuchte, um das möglichst effiziente Ziel umzusetzen, also so effizient wie möglich CO2 einzusparen. Das muss ja unser Ziel sein und nicht irgendeine Wärmedämmung, Dämmstärke einzuhalten. Ne? Manchmal bringt mehr Wärmedämmung mehr, manchmal bringt es weniger. Ne? Und das ist so standardabhängig, das ist also definitiv der falsche Weg, hier mit Ordnungsrecht zu kommen. Ne? Der Herr Leimann sagt auch, dass die zu erwarteten Entwicklungen im europäischen Emissionshandel dazu führen werden, dass in Zukunft die nationalen Alleingänge, wie zum Beispiel unser EEG oder GEG, könnte man auch sagen, neutralisiert werden. Er schreibt hier vollständig, da gehe ich nicht mit, also nicht vollständig, das ist ganz klar, aber zumindest Teilaspekte davon. Ja, was ist der CO2-Preis? Definitiv nicht ein Mittel zur Durchsetzung bestimmter Technologien. Was sollte der CO2-Preis bewirken? Eine möglichst kosteneffiziente CO2-Vermeidung. Das heißt also Vermeidung dort, wo die Kosten für die nächste vermiedene Tonne am geringsten sind. Und da sind wir natürlich in der Situation, dass das Bauwesen sich auch der Konkurrenz mit anderen Wirtschaftszweigen stellen muss. Das heißt, im Bauwesen müssen wir uns auch dazu bekennen, nach diesen Kriterien zu planen und nicht nach ja, dem, was wir momentan tun. Also da gibt es aus meiner Sicht gravierende Fehlentwicklungen, die in den vergangenen Jahrzehnten vonstatten gegangen sind. Wir haben uns durch die Allzeitverfügbarkeit billiger fossiler Energie abhängig gemacht zum einen, aber auch Geschäftsmodelle entwickelt, die genau darauf abgestimmt waren, auf diese Verfügbarkeit von Energie. Und diese Geschäftsmodelle, die stehen jetzt in Frage, die müssen transformiert werden. Das heißt, wir stehen nicht nur im Bauwesen, anderswo glaube ich auch, aber auf jeden Fall im Bauwesen, dafür kann ich sprechen, vor einem sehr tiefgreifenden Wandel, wenn wir wirklich nachhaltig und CO2-neutral werden wollen. Nachhaltiges Bauen. Da möchte ich zurückgeben an Juliane, die uns dort wieder den Einstieg macht. Dankeschön. Ich würde gerne anfangen mit dem Thema Lebenszykluskostenrechnungen. Ein ziemlich langes deutsches Wort, woran wir aber meiner Ansicht nach in Zukunft nicht mehr vorbeikommen werden. Wir sehen bisher, wie entschieden wird, ob was gebaut wird, ob was gekauft wird, also selbst für im privaten Bereich. Es wird nach ökonomischen Größen gedacht. Wenn in der Vergangenheit entschieden wurde, ob was gebaut wurde, werden soll, wird vor allem auf die Kosten geschaut. Wie teuer ist es, das Haus zu bauen? Im privaten Bereich, wie teuer ist es, das Auto zu kaufen, was ich unbedingt brauche, die Versicherung dazu, der Sprit dazu, und darauf baue ich meine Entscheidung auf. Was wir brauchen, ist aber ein Umdenken. Wir müssen uns anschauen, das Thema Nachhaltigkeit immer von den drei Dimensionen, da gehört die soziale Dimension, die ökonomische und die ökologische dazu. Und die Lebenszykluskostenrechnung ist zumindest ein Schritt in die Richtung, denn sie schaut sich den gesamten Lebenszyklus von einem Produkt oder von einem Gebäude an. Das heißt, von wirklich der Extraktion der Rohstoffe, wo kommen die Rohstoffe her? Welche Giftstoffe werden beim Abbau freigesetzt? Wie selten sind diese Rohstoffe? Wie weit ist der Weg, die sie noch transportiert werden? Weiter bei der Produktion, wie viel Energie wird dafür verbraucht? Welcher Abfall fällt an? Wie lange lebt mein Produkt? Also wie lange steht mein Haus zum Beispiel? Oder wie lange lebt der Föhn, der nach 2 Jahren kaputt geht? Was weiß ich. Müssen Reparaturen vorgenommen werden? Und auch ganz wichtig, was passiert denn mit dem Produkt, wenn es dann nicht mehr lebt, in Anführungszeichen? Was passiert denn mit dem Haus, wenn es abgerissen werden muss? Was passiert mit einem Produkt, wenn es entsorgt werden muss?
kann was wiederverwendet werden, kann recycelt werden, werden vielleicht sogar neue Giftstoffe freigesetzt, wenn bestimmte Stoffe wieder zurückgeführt werden. Und das Interessante bei dem Feld der Lebenszykluskostenrechnung ist eben, dass versucht wird, immer mehr Aspekte da hinein zu berechnen. Und das geht tatsächlich. Das ist sehr komplex. Aber hier kann man eben wirklich berechnen für ein bestimmtes Produkt oder ein Haus beispielsweise, was für Umweltindikatoren wie beeinflusst werden. Also zum Beispiel das Treibhauspotenzial eines Produktes. Und mittlerweile versucht man dann auch soziale Komponenten mit einzubringen, wie Arbeitsstandards beim Abbau der Rohstoffe waren und so weiter. Und meiner Ansicht nach kann man nur mit Hilfe solcher Berechnungen auch wirklich versuchen, einschätzen zu können, ist ein Produkt nachhaltig oder zumindest nachhaltiger im Vergleich zu einem anderen Produkt. Ein gutes Beispiel ist immer das E-Auto. Das gepriesene E-Auto, wenn man sich die Lebenszykluskostenrechnung dazu anschaut, sieht es nämlich gar nicht mehr so toll aus. Denn wenn wir uns anschauen, was bei dem Auto bei der Herstellung, für die Batterie insbesondere, für seltene Erden gebraucht werden, für Chemie gebraucht werden und so weiter, hat sich nämlich herausgestellt, dass es 50 bis 100.000 Kilometer Fahrt erstmal braucht mit einem E-Auto, bis es, wenn man so will, nachhaltiger ist als ein Benziner. Davon abgesehen, dass der ökologische Fußabdruck dieses Autos immer noch viel zu hoch ist. Also wenn wir beispielsweise an die Entsorgung von der Batterie denken. Und diese Berechnungen haben sich auch darauf bezogen, dass nur Strom aus nachhaltigen Energiequellen bezogen wird, was ja auch nicht der Realität im Moment entspricht, wie wir schon vorhin gesehen haben. Das heißt, wir brauchen ein Umdenken und müssen uns in Entscheidungen, sei es bei Bau, aber sei es auch wirklich im privaten Bereich, immer mehr auf den gesamten Lebenszyklus eines Produktes beziehen und auch ökologische und soziale Faktoren mit einbeziehen. Und damit gebe ich zurück an Professor Brunewald, der uns noch ein paar Beispiele aus der Praxis. Ja, wir können Gebäude als Produkte begreifen. Ne? Und wenn das Gebäude ein Produkt ist, dann brauchen wir auch da eine neue Art der Planung. Ja, wie designen wir diese Produkte, das Produktgebäude? Ne, was wir sehen ist, es gibt die Gewohnheit und die Trägheit, schon gesagt, durch die Allzeitverfügbarkeit viel billiger fossiler Energie. Dazu kommt, dass dadurch, dass die Energie eben so billig war, wir natürlich problemlos unsere Anlagen überdimensionieren konnten. Bislang, wenn also der Heizkessel doppelt so groß ist, nicht so schlimm, ein bisschen teurer, dafür wird es schnell warm. Das sind Dinge, die sich in Zukunft ändern müssen. Das geht also bis in den persönlichen Bereich rein, dass wir in Zukunft die Komfortansprüche, die wir gewohnt sind, einfach auch in Frage stellen müssen, zumindest auch nicht mehr als garantierte Leistung einfach voraussetzen können, weil der Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen natürlich Grenzen gesetzt sind. Ne? Eine ungenaue Auslegung, Überdimensionierung schließt natürlich die Einbindung regenerativer Quellen aus, weil sie begrenzt sind. Energetische Optimierung war bislang eher ein Schlagwort als gelebte Praxis. Und was wir definitiv feststellen können, ist, dass unsere fossilen Planungsansätze, so möchte ich das gewachsene Feld an Geschäftsmodellen mal bezeichnen, nicht mehr zielführend sind. Das beginnt beim Gebäudeenergiegesetz, geht über die DIN 18599 bis in die Umsetzung der Planungssoftware bis zu den Ingenieuren und Planungsarchitekten, Ingenieuren vor Ort, die sich umstellen werden müssen, wenn wir nachhaltige Gebäude flächendeckend umsetzen wollen. Das heißt, wir brauchen neue regenerative Planungsmethoden, die müssen etabliert werden. Wir müssen in Zukunft viel genauer rechnen, auf Kante auslegen, wegen der begrenzten Verfügbarkeit regenerativer Quellen. Und wir brauchen natürlich eine valide Ressourcenplanung, CO2-Kostenbilanzen für den gesamten Lebenszyklus. Also nicht nur, wir bauen jetzt mit Holz und sind nachhaltig. Wenn alle mit Holz bauen, ist es nicht mehr nachhaltig. Ne? Sondern wir müssen den Gebäudebetrieb zusammenbringen mit der Herstellung des Gebäudes, der Herstellung der Produkte, die für die Errichtung des Gebäudes notwendig sind. Allgemeine Abbildung oder allgemeingültige Abbildung der Realität, Physik muss wieder wichtiger werden durch digitale Zwillinge. Das heißt, wir müssen auch wirklich wieder besser rechnen lernen. Wir müssen größere Datenmengen beherrschen. Ja,
Das Schlagwort Building Information Modeling ist in Fachkreisen sehr präsent. Ja. Das bedeutet nichts weiter, dass wir die Planungsprozesse auch so gestalten müssen, dass Informationen nicht wieder verloren gehen, man es wieder alles neu eingeben muss, dass man Informationen nachnutzen kann, dass der Planungsprozess quasi gestreamlined wird, um effizienter arbeiten zu können. Und natürlich ist Qualitätssicherung bei einer Digitalisierung essentiell. Schlechte Digitalisierung schadet mehr, als sie nützt. Ja, wir möchten das Ganze jetzt auch gern noch durch Beispiele hinterlegen, um das Thema heute etwas abzurunden. Da möchte ich erstmal wieder zurückgeben an Juliane. Danke. Genau, bevor wir dann wirklich konkrete Projektbeispiele hören, würde ich Sie gerne alle nochmal mitnehmen und nochmal animieren dazu, wirklich sich auch selbst zu öffnen und darüber nachzudenken, wie neue Lebens- und Arbeitswelten in Zukunft aussehen könnten. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, auch insbesondere das Thema Energie, wie uns das betrifft und auch in Zukunft weiter betreffen wird. Und wir müssen alle auch aus unserer Komfortzone so ein bisschen rausgehen und versuchen, auch uns auf neue Ideen einzulassen. Und ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Links oben das Bild, das ist zum Beispiel Vertical Farming, was ich ganz am Anfang schon mal erwähnt hatte, wozu wir bei Junior Floris zwei Projekte jetzt gestartet haben. Da geht es zum Beispiel um den Anbau von Lebensmitteln in Gebäuden, in Städten. Das heißt, ich sitze hier im World Trade Center. Wieso nicht in Zukunft die 13. bis 15. Etage für den Anbau von Gemüse nutzen, der dann immer donnerstags hier im Wochenmarkt verkauft wird beispielsweise. Wir wissen jetzt schon, dass wir unsere Landwirtschaft in wenigen Jahrzehnten ganz große Probleme bekommen werden, die Weltbevölkerung satt zu bekommen oder es eigentlich auch schon haben, natürlich in verschiedenen Ländern. Uns selber betrifft es natürlich wie immer noch nicht die reichen Länder. Stichwort Mehrgenerationenhaus. Das alte Konzept, man baut ein Haus, zieht dort seine Kinder groß, die ziehen dann aus und dann sitzt man weiterhin auf 150 Quadratmetern, ist auch nicht wirklich nachhaltig. Es braucht enorm viele Ressourcen. Auch dieses große Haus muss geheizt werden beispielsweise. Vielleicht sollten wir auch da über neue Konzepte nachdenken. Auch nicht neu und zum Glück mittlerweile schon sehr häufig umgesetzt, das Thema Dachbegrünungen. Wir müssen uns auch anschauen, wie unsere Städte durch den Klimawandel beeinflusst werden, die sich immer mehr aufheizen, wo beispielsweise Dachbegrünung ein positiver Faktor sein kann. Auch was das Thema Platzbedarf, ich habe es schon beim Wohnen gesagt, auch in der Arbeitswelt ist das ein Thema. Ich habe hier die Junior Floris Workspace Initiative mit aufgenommen. Wir in unserem Institut arbeiten jetzt seit einiger Zeit schon daran, ein neues Bürokonzept zu entwickeln. Das heißt, wir haben keine festen Arbeitsplatz mehr, sondern wir kriegen fast doppelt so viele Menschen bei uns unter mit der gleichen Anzahl von Plätzen, aber einfach einem flexibleren Konzept. Das heißt, Leute sind im Urlaub, Leute sind krank, Leute dürfen auch im Homeoffice arbeiten. Dadurch kann man wieder enorm Platz und Ressourcen sparen, indem eben die Büros nicht leer stehen. Und ich glaube auch an der TU als Randnotiz gibt es da, glaube ich, noch viel Potenzial, wo mit Sicherheit ganz viele Meetingräume und Büros sehr, sehr viel auch leer stehen. Das ganze Thema und alles, was wir heute schon gehört haben, eröffnet natürlich auch neue Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Also wer sich jetzt überlegt, was möchte ich in Zukunft mal machen, es werden unglaublich viele neue Zweige auch dadurch offen, unglaublich viel neues Wissen, was gebraucht wird, Richtungen, in die man sich entwickeln kann. Und wir bei Junior Floris haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt Smart Water Domain, wo wir uns damit befassen, wie Abwasser besser nutzbar sein kann und auch das zirkulare Denken in diesem Bereich. Also es ist ja nach wie vor häufig so, im Industriebereich wird ganz viel Wasser für Kühlung verbraucht, was häufig eben Trinkwasser ist. Das ist wirklich gutes, aufbereitetes Wasser, was dafür verwendet wird. Und wir versuchen in dem Projekt herauszufinden, wie kann man denn Abwasser von Kommunen beispielsweise nutzen und nutzbar machen, eben für solche Prozesse in der Industrie zum Beispiel. Denn auch uns wird Wasserknappheit früher oder später betreffen. Und jetzt bin ich mit Ihnen zusammen ganz gespannt, noch die Beispiele von Professor Grunewald zu hören aus dem Projekt. Ja, ja, danke. Also die Bilder, die wir hier oben sehen, die assoziieren für mich was sehr Schönes. Ne? Wir haben in der Mitte die Familie. Wenn wir den Gedanken erweitern,
dann sind wir bei dem Thema Energiegemeinschaften. Wir müssen uns in Zukunft um unsere Energie wieder stärker selbst kümmern und können uns nicht darauf verlassen, dass alles irgendwie herkommt, sondern eine größere Verantwortung selbst in die Hand nehmen. Und da ist natürlich klar, nicht jeder ist Energieexperte. Aber wenn im Viertel einer sich damit auskennt, ist das schon viel wert. Und dann können die Leute zusammenstehen und ihre eigenen Lösungen implementieren. Was die Bilder noch sagen, ist, dass nachhaltiges Wohnen, das kann auch schön sein, dass man kann im Grünen wohnen. Im Gegenteil, unsere, zu dicht bebauten Innenstädte, diese Hochhäuser, wo die Leute in ihre Regale eingequetscht werden, das ist nicht nachhaltig. Also so ein Hochhaus regenerativ zu versorgen, das ist ja viel schwieriger, als wenn ich noch ein bisschen Grünfläche rundherum habe. Ich werde es dann zeigen an unseren Beispielen, als wenn ich die Flächen quasi mitnutzen kann. Das heißt, die Fläche gibt eine bestimmte Menge an Energie her, und dichter sollte man nicht bauen, wenn man nachhaltig bleiben möchte. Und diesen Punkt haben wir, glaube ich, schon überschritten, weil natürlich auch die Profite im Vordergrund stehen, wenn es um vermietete Wohnungen geht und so weiter. Aber nachhaltig ist was anderes. Und das assoziiere ich mit diesen Bildern, die wir hier sehen. Ja, dann sind wir bei Projekten. Zunächst erstmal ein kleiner Blick in die Forschung. Es gibt hier ein Projekt in Bad Nauheim. Das wurde also in Bad Nauheim Süd gebaut, ein Neubaugebiet, welches mit regenerativer Wärme versorgt wird. Kalte Nahwärme mit Großflächenkollektor in Bad Nauheim. Die Projektpartner sind hier. Der wichtigste steht in der Mitte, Bad Nauheim, Stadtwerke, die haben es umgesetzt. Wir sind mit dabei als Forscher, auch andere Forschungseinrichtungen natürlich, die sich dann diesen Projektzielen widmen. Also wobei natürlich ganz klar ist, wir wollen wissen, wie es funktioniert. So kann man es ganz kurz sagen. Wir sind froh, wenn es gebaut wird und wir unsere digitalen Zwillinge dort dran ausprobieren können, ob wir das, was Realität ist, auch vernünftig und genau genug abbilden können. Was wurde dort gebaut? Man sieht hier drei Bauabschnitte rechts im Bild mit entsprechenden Einfamilienhäusern und ganz unten ist ein Kollektorfeld, so groß wie ein Fußballfeld in etwa. Hier handelt es sich um 400 Wohneinheiten für rund 1200 Einwohner und die Wärme kommt aus diesem Feld, diesem Kollektorfeld für das gesamte Gebiet. Das ist verbunden mit einem sogenannten kalten Nahwärmenetz, also die Temperatur, die im Erdboden herrscht, die wird transportiert und erst am Gebäude gibt es die Wärmepumpe, die Temperatur dann auf die Höhe bringt, dass das Gebäude damit beheizt werden kann. Das ist nochmal ein Blick ins Baufeld mit ein paar Fotos. Das war Stand November 21, da war Bauabschnitt 2 und 3 jeweils zu 60% schon bebaut. Bauabschnitt 1 ist schon fertig. Das ist ein Blick in die Verlegung der Technologie. Wir ziehen also aus der Erde, aus den oberflächennahen Bereichen, das geht bis 5 Meter Tiefe maximal. Hier sind es 1 Meter, 1,50 Meter und 3 Meter zweilagig verlegt, ziehen wir die Wärme aus dem Erdboden raus. Das Prinzip funktioniert praktisch wie der Kühlschrank. Der Kühlschrank hat auch eine Wärmepumpe. Innen ist kalt, hinten am Kühlschrank ist warm. Hier ist es die kalte Seite in der Erde. Das sind die Kollektoren, die wir hier sehen. Und die warme Seite ist dann am Gebäude. Und das bedeutet natürlich, dass das Erdreich abgekühlt wird, dass es tendenziell kälter ist übers Jahr gesehen, wenn man dort Wärme rausnimmt, besonders im Winter. Trotzdem hat sich der Eigentümer dieses Feldes dazu entschlossen, die Landwirtschaft weiter zu betreiben. Das heißt also, die Kollektoren wurden verlegt, die Erde kam wieder drüber und dann ist wieder alles wie vorher sozusagen. Und der Landwirt hat ein zusätzliches Einkommen, weil er ja Energie liefert mit seinem Feld. Mittlerweile gibt es auch Ideen, dort PV noch mit zu installieren, also eine Dreifachnutzung. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die sich auftun, vorausgesetzt man hat die Flächen. Deshalb habe ich vorhin schon gesagt, unsere dicht bebauten Städte haben die Nachhaltigkeitsgrenze definitiv überschritten. Wie könnte es in Zukunft aussehen? Die Energie würde dann eher von den Stadträndern kommen. Das heißt, wir würden
das jetzige Prinzip umdrehen. Wir haben hier in Dresden das Kraftwerk in der Mitte und über Fernwärme wird die Wärme in die Stadt verteilt. Je weiter weg, umso mehr Verluste. In Zukunft wird es andersrum sein. Also von draußen kommt die Wärme dann rein und versorgt dann die Bereiche, die sich selbst nicht versorgen können. Nur so kann Dresden klimaneutral werden. Wir haben das mit unseren digitalen Zwillingen abgebildet. Also hier in diesem schwarzen Fenster sehen wir eine Simulation, also die digitalen Zwillinge aller Gebäude, die dort gebaut wurden. Und im Ergebnis steht dann die sogenannten Lastkurven. Also wie viel Wärmebedarf, wie viel Kältebedarf hat die ganze Siedlung? Also wie viel müssen wir liefern über unseren Kollektor und unser Nahwärmenetz? Das wird auch modelliert und simuliert. Hier sehen wir schöne Bilder. Also das hier ist der Kollektor. Man sieht ganz klar diese zweilagige Verlegung. Blau ist kalt. Das heißt, in diesem Zeitpunkt, den wir hier sehen, wir sind gerade im Winter, wird gerade Wärme rausgezogen aus der Erde. Und man sieht auch schön, wie sich die Temperatur im Erdvolumen verteilt. Das ist eine Simulation. Dass wir wirklich reale Physik an der Stelle abbilden. Wie auch das kalte Nahwärmenetz hat natürlich Vorlauf und Rücklauf. Das Besondere an einem kalten Nahwärmenetz ist, dass es mit dem Kollektor zusammenarbeitet. Es wirkt quasi mit als Kollektor. Übers Netz wird auch nochmal Energie gesammelt. Das heißt, man macht Gewinne übers Netz und keine Verluste, wie ein Fernwärmenetz zum Beispiel, da sind 90 Grad oder 120 Grad drin im Fernwärmenetz. Das muss dick gedämmt werden, isoliert werden, um die Wärmeverluste zu begrenzen. Und trotzdem kriegt man die schwerlich unter 20%. Dabei muss man wissen, dass Fernwärme natürlich ein Ab- oder Nebenprodukt der Stromerzeugung ist und das im Allgemeinen auch durch Gas hergestellt wird. Also auch Fernwärme ist letztendlich Wärme aus Gas, zu großen Teilen zumindest. Ja, und das ist Forschungsgegenstand, wenn man viel Feuchtigkeit hat im Bodenkörper. Hier ist ein Regenrückhaltebecken oben drüber angeordnet. Das heißt, der Boden ist immer schön feucht, dann kann man in die Eisphase reingehen. Kann man durch Gefrierprozesse nochmal zusätzlich Energie rausziehen im Winter und hat im Sommer Eis zur Verfügung. Das wurde im Mittelalter schon gemacht. Da wurde von den Flüssen das Eis geholt und in Felshöhlen eingelagert. Hier lagern wir das Eis dann praktisch unterirdisch und da bleibt es bis zum Sommer und dann haben wir regenerative Kälte im Sommer. Das heißt also in Zeiten des Klimawandels, Innenstädte überhitzen immer mehr. Hier haben wir eine Lösung, wie wir dem entgegenwirken können. Und wenn man in die Eisphase reingeht, wenn man überhaupt, im Sommer würde man ja durch Wärmeeinspeisung das Eis wieder auftauen. Das wäre quasi das Aufladen der Batterie. Im Winter entlädt man diese Batterie wieder. Das führt auch dazu, dass wir insgesamt das System kleiner auslegen können. Das heißt, mehr Effizienz im System. Das sind Themen, da forschen wir momentan gerade dran. Wenn es uns gelingt, pro Quadratmeter mehr Wärme und Kälte bereitzustellen, also pro Quadratmeter Erdboden, dann kommen wir weiter rein in die Innenstädte, dann kommen wir besser voran mit unserer Energiewende. Ja, das sind die Simulationen dazu. Und jetzt möchte ich noch mal kurz in ein Beispiel reingehen und zeigen, dass das auch im Einfamilienhaus interessant ist. Also wir reden nicht nur über Quartiere oder Hochhäuser, sondern auch Einfamilienhäuser, die umgestellt werden können, die für sich genommen regenerativ werden können. Das ist also ein Haus eines Mitarbeiters bei uns am Institut, steht in der Nähe von Meißen. Das gleiche Kochrezept, PV auf dem Dach, Geothermie im Garten und es kommt noch ein dritter Punkt hinzu, Wärmepumpe natürlich, Beladung der Gebäudemasse mit Wärme, also das Haus wird quasi genutzt wie ein Kachelofen. Es wird mit Wärme beladen, wenn die Energie da ist und gibt die Wärme wieder ab, wenn die Quelle nicht mehr da ist. Und bei regenerativen Energien, bei Solarstrahlung ist es ganz klar, Tag, Nacht, in der Nacht scheint die Sonne nicht. Da brauchen wir trotzdem Wärme. Ist also sinnvoll, am Tag
möglichst das Gebäude aufzuladen. Und das ist ein guter Punkt, das bringt die Wirtschaftlichkeit auch. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier den Betrieb dieses Gebäudes. Ja, und wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat, ohne elektrische Batterie wohlgemerkt, heutzutage ist das eigentlich schon fast Standard, dass eine Batterie mitverkauft wird. Wir zeigen, es geht ohne Batterie und man kann sehr effizient sein. Dann ist die Frage, wie groß ist mein Verbrauch und wie groß ist meine Erzeugung? Und das sieht man hier in diesen Grafiken. Das Grüne, wie viel kann ich von meinem Verbrauch mit meiner eigenen PV decken? Das sagt dieser grüne Bereich. Und der rote Bereich sagt, wie viel kommt aus dem Netz? Die Summe ist mein Verbrauch. Unten das gleiche Prinzip. Das gelbe ist, wie viel muss ich einspeisen, weil ich gerade eine Überproduktion habe von meiner PV. Und wie viel kann ich selbst verbrauchen? Das wäre das Grüne. Tja, und es ist ganz klar, naheliegend ist, man sollte so viel wie möglich selbst decken des eigenen Verbrauchs und so wenig wie möglich einspeisen. Im Umkehrschluss auch so wenig wie möglich aus dem Netz ziehen. Und das bekommt man nur, indem man den Verbrauch und Erzeugung möglichst übereinander bringt. Also man muss die zeitliche Dynamik dieser Kurven kennen, um die so aufeinander zu bringen, dass es möglichst gut übereinstimmt. Hier im optimierten Sommerbetrieb haben wir genau den Fall, dass fast alles, was produziert worden ist, auch selbst verbraucht worden. Das ist dann wirklich wirtschaftlich. Hier im Winter gibt es noch Luft nach oben, wie man sieht. Schlussfolgerung, die PV-Paneele nach Winterbetrieb optimieren, nicht nach Sommerbetrieb. Also es geht nicht darum, so viel wie möglich Strom übers Jahr zu produzieren, sondern zu dem richtigen Zeitpunkt. Im Winter, wenn er gebraucht wird, sollte das dahingehend optimiert werden. Und noch eine ganz wichtige Sache, die Werkseinstellung sieht so aus, und das ist der optimierte Betrieb, diese Spitzen, die man hier sieht, das ist die Wärmepumpe. Also die Wärmepumpe geht sozusagen alle 2 Stunden an, nach Werkseinstellung, absolut nicht optimal. Ja, sie geht hier einmal am Tag an und einmal am Tag wieder aus und versucht während des Tages den verfügbaren Strom zu nutzen und nicht in der Nacht den Strom aus dem Netz zu ziehen. Das hat wirtschaftliche Konsequenzen. Das heißt also, wenn man mit Wärmepumpe arbeitet und PV, kommt man wirtschaftlich wesentlich günstiger, als wenn man mit Wärmepumpe ohne PV arbeitet oder mit der klassischen Gastherme. Die klassische Gastherme ist zwar billiger in der Anschaffung, das ist ungefähr 16.000 Unterschied Differenz an Investkosten, um die Wärmepumpe mit PV zu installieren, aber nach 20 Jahren habe ich 15.000 Euro gespart. Also nach 9 Jahren war die Schätzung 2019, gibt es diese Amortisation, also da ist das Geld schon wieder zurückgeflossen, was anfangs investiert wurde. Und das ist eine wichtige Botschaft. Wir brauchen Investitionen jetzt in erneuerbare Energien. Und die Zeitspanne, bis das Geld wieder zurückkommt, ist erstaunlich kurz. Die 9 Jahre waren vor dem Krieg. Jetzt sieht die Kurve noch ganz anders aus. Jetzt lohnt sich die Sache noch viel mehr. Und ich kann nur raten, nochmal 100 Milliarden Invest. Das wäre die richtige Maßnahme in erneuerbare Energien, in die Umstellung unserer Gebäude, vor allem in Bestand, Umstellung auf regenerative Energien. Das zahlt sich in wenigen Jahren aus. Das sind nochmal die Wirkprinzipien. Also das ist die Wärmepumpe, die zieht aus dem Erdreich, also hier gibt es die Entladung, die Wärme raus und belädt damit die Wand oder den Wärmespeicher oder beides. Da sind der Architektur viele Möglichkeiten gegeben, Gebäude so zu bauen, dass sie mit Wärme beladen können. Und wenn die Sonne nicht mehr scheint in der Nacht, ist das Gebäude schön warm und gibt die Wärme nach innen ab. Im Winter, wenn es doch sein sollte, der Punkt kommt auf jeden Fall, dass zu wenig Solarstrahlung da ist, also der PV-Strom einfach nicht mehr ausreicht, dann kann man auch zumindest bei größeren Projekten ein PHKW mit dazu schalten, was tendenziell dann auch mit grünem Gas, also Biogas, betrieben werden könnte, welches dann die Wärmepumpe unterstützt und gleichzeitig
also den Strom liefert für die Wärmepumpe und wärmeseitig entlastet. Das ist in größeren Projekten. Wir hatten letztens ein Rathaus in der Planung, gleich mit dem, also gibt es Synergien. Das BHKW war das Nullstromaggregat, das heißt ein Gerät, was man sowieso brauchte, was dort einen doppelten Nutzen bringen würde. Und wenn das käme, wenn man also zum einen die Winterlücke so klein wie möglich machen würde, also das BHKW bringt nur dann, wenn das gesamte System nicht mehr im Winter in die Knie geht, wenn also im Winter die Solarstrahlung nicht mehr ausreicht, dann springt das BHKW ein und die Winterlücke sollte so klein wie möglich sein. Und sie wird dann 100% regenerativ, wenn wir mit grünem Gas arbeiten. Das ist aber natürlich eine Aufgabe für die Gesellschaft. Das muss über die Netze geregelt werden, dass das grüne Gas und dann auch grüner Strom bereitsteht. Da müssen wir hinkommen. Ja, im Sommer, ganz wichtig, Regeneration des Erdreiches. Wir sehen, dass die Grenze schnell erreicht ist, wenn man Geothermie, oberflächennahe Geothermie betreibt. Die Grenze schnell erreicht ist, dass sich das Erdreich auch erschöpfen kann, dass die Wärmeströme vermehrt von unten nachfließen. Das muss man dem Erdreich wieder zurückgeben. Also auch da Nachhaltigkeit ist das oberste Prinzip. Ist auch eine Ressource, die nachhaltig bewirtschaftet werden muss. Über ein thermisches Management von Erdreich wird im Moment noch nicht viel geschrieben oder gesprochen. Das ist aus meiner Sicht auch ein interessantes neues Thema, wo noch viel zu tun ist. Ja, damit sind wir eigentlich beim Fazit. Für die Allgemeinheit, klimaneutraler Gebäudebetrieb senkt Betriebskosten. Das ist definitiv der Fall. Keine Verdrängung von sozial schwächeren Bewohnern, Investitionen über geeignete Förderkulissen. Das heißt, gerade der Sozialwohnungsbau ist der jetzt nach vorn gebracht werden müsste, dass wir dort die Investitionsstämme auf regenerativ umstellen und dann die Leute ihre noch verbleibende Rechnung selbst bezahlen können. Also es ist definitiv so, dass die verbleibenden Kosten, wenn man auf regenerativ umstellt, so gering sind, dass dort die sozialen Sprengstoffe entschärft werden. Ungenutzte Potenziale ausschöpfen. Das Geothermie hatte ich eingangs gesagt, Kopplung, Wärmestrom, auch die Auslegung unserer Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, da gibt es noch viele Optimierungspotenziale. Neue Qualität in der Planungspraxis, Building Information Modeling, Simulation in die Planungspraxis. Erst dann werden wir es schaffen, nachhaltige Lösungen in der Breite umzusetzen. Und mehr Flexibilität und Innovation in der Planung. Aktuelle Gesetzgebung, das Stichwort Festlegung über Normen, die 18.599, das sind Hindernisse, die uns dort im Wege stehen. Fit für Regenerative geht vor Sparen koste es, was es wolle. Wir sehen, die Wärmedämmung alleine wird es nicht richten. Wichtig ist, dass unsere Gebäude fit gemacht werden für die Versorgung mit regenerativen Energien. Darüber hinaus, denke ich, ist die Notwendigkeit nicht unbedingt gegeben. Und die Ausrichtung des Gebäude- und des Bausektors an geeigneten Ziel- und Vergleichsgrößen, wie zum Beispiel Vermeidungskosten. Wie viel kostet die Einsparung einer Tonne CO2? Das sollte in Zukunft Planungsmaßstab sein, dass man sich solche Ziele schon ganz am Anfang der Planung setzt und sagt, das sind unsere verfügbaren Ressourcen, wir sparen CO2 ein, das kostet so und so viel. Und dann, wenn man das beziffern kann, dann ist man, glaube ich, auch wieder auf dem richtigen Weg. Ja, damit sind wir bei der letzten Folie und da gebe ich gern nochmal zurück an Juliane. Ja, vielen Dank. Wir wollen gern schließen mit diesem kleinen Bildchen. Der Papa oder Opa sitzt mit seinem Kind, Enkel da und hätte er das alles mal gewusst, da wäre alles anders gelaufen. Wir wissen natürlich alle und wir haben heute Abend gesehen, so einfach ist es nicht, beziehungsweise das Gute ist, der Mensch ist sehr klug. Wir wissen ganz viel, wir können ganz viel schon an Szenarien erstellen und wissen, was unser Handeln, unser Bauen, unser Leben für Konsequenzen hat für die Zukunft. Und was wir heute Abend gesehen haben, ist, dass es schon ganz viele Lösungsansätze gibt,
wie man eine nachhaltige Energieversorgung, nachhaltiges Wohnen, Bauen und Leben angehen könnte. Zumindest ein paar Beispiele haben wir heute dazu gesehen. Und diese Energiekrise, die, wie wir gesehen haben, die soziale Ungleichheit tatsächlich erhöht in unserem Land und deshalb auch nicht ohne Grund als Krise betitelt wird, kann natürlich auch als Chance gesehen werden, als Antrieb, dass wir es endlich schaffen, als Gesellschaft eine Transformation hinzubekommen. Aber dafür brauchen wir natürlich alle. Wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen die Gesellschaft, wir brauchen alle, um eine Transformation hinzubekommen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sind gespannt auf Fragen.